Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Red Dead Redemption 2. Leute, ich finde, es ging wirklich gut ab bei uns in letzter Zeit. Ich bin nur am Überlegen, eigentlich will ich nicht direkt schon wieder Story weitermachen, sondern würde gerne erstmal diese Nebenquest um den guten Albert weitermachen. Und erstmal müssen wir uns hier wieder unseren Hut aufsetzen, weil ansonsten geht das hier nämlich gar nicht. Ja, du kannst auch hier weiterhin drauf speichern. Das ist überhaupt kein Problem. Und Leute, ich würde sagen, genau das werden wir jetzt auch tun. Wir reiten mal zu Albert und gucken mal, was uns dort eventuell auf dem Weg noch so zustoßen wird, passieren wird oder was weiß denn ich. Ich finde es auch faszinierend. Wir sind ja, haben wir jetzt schon ganz paar Folgen gemacht von Red Dead Redemption jetzt und ja, das Krasse ist, man hat so den Eindruck, also ich für mich zumindest, als bin ich immer noch richtig am Anfang vom Spiel. Also ich habe hier bei weitem noch nicht alles gemacht und das O. Mir wirklich gesagt, ich will mal mehr diese so, ich hoffe, das haben jetzt hier nicht so viele gesehen. Naja, wenigstens ein bisschen was zu plündern hier am Start. Naja, 5 Dollar knapp, haben oder nicht haben, ne? Eine goldene Gürtelschnalle, sehr gut. Ja, genau das habe ich mir heute vorgestellt bei unserer Ausgabe. Einen schönen Ritt mal machen zu Albert und einfach wirklich mal gucken, was uns so auf dem Weg dahin so alles passiert. So, wo liegt denn jetzt noch einer? Dort ist noch einer. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier nicht hier wieder Augenzeuge und blibla blub. Oh, 5 Dollar. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da sind ein ganz paar Dollar jetzt zusammengekommen und natürlich ein paar Sachen, die wir beim Hehler dann schön verticken können. Oh, da hinten liegen nur zwei. So viel Zeit muss sein, Leute. Wenn die auch ihre 3, 4, 5 Dollar einstecken haben, oder auch 2, dann ist das so. Also kommen wir wenigstens wieder ein bisschen zu Munition. So. Na, auch 2 Dollar. Leute, ihr habt da wirklich recht, ne? Eine Zigarre, okay. Lohnt sich. Hat sich wirklich gelohnt. Oh, Inge ist ein bisschen ungestüm. So. Dann wollen wir mal. Auch wenn meine Katzen hier zu Hause gerade am Ausrasten sind. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Da war auch einer. Was hat er denn? Hey, Mister. I just want to be left alone, all right? Ach, das war's jetzt. A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. Oh, was hat er denn? You wait, Lily May. Well, someday, I'll show you. I'll be rich. A nice, big house. Okay. You'll be begging me to court you. Also bringt uns jetzt nichts so hier. Lily May. Was ist denn mit Lily May? You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah? I've been waiting.
Trust me, kid. There ain't so many good men out there. Make yourself one of the good ones. Thanks, mister. I hope you're right. Ja. Jeden Tag eine gute Tat, ne? Das haben wir ja schon geklärt. Irgendwie fällt mir auch gerade mal so ein, dass wir richtig lange an unserem Outfit nicht gemacht haben. Aber ich will eigentlich warten, dass wir näher an diese große Stadt kommen. Also ich meine, wir sind ja schon nah dran hier an St. Denis. Denise, ihr wisst schon, da würde ich da gern nochmal shoppen gehen und klamottentechnisch ein bisschen gucken. Ich weiß gar nicht, ob die einen Stall haben. Ah, die hatten kein Hotel, ne? Das hat man ja schon mal gehabt, ne? Weil ich echt gern mal wieder baden möchte. Zum Friseur müssten wir auch mal wieder. Aber ich würde sagen, jetzt guck mal erstmal, was so bei Albert so abgeht. Und dann haben ja viele gesagt, ich soll diese Waffe nehmen, wenn ich wirklich mal jagen sollte. Wo ich sogar mein Zielfernrohr dran gemacht habe, du ahnst es nicht. Wir sollten wirklich... Ich habe irgendwie, ihr merkt das, so Bock wieder so ein bisschen andere Sachen so zu machen. Ihr wisst, es steht doch immer noch an, dass wir einen legendären Hasen irgendwann mal finden. Also so ein perfektes Hasenfell. Und ich werde mit diesem Gewehr wirklich mal jetzt die Augen mal ein bisschen offen halten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Albert hier bestimmt einen Alligator so in der Gegend hier... Was hat er denn? Hey, need a doctor. You gotta. You gotta. Please. Do something. Ja. Bleed on me. Let's go, girl. Oh Gott, dann bringen wir den mal schnell zum Arzt. Ich hoffe, der nippelt mir hier nicht vorher weg. Mir ist nämlich aufgefallen, so auch in den letzten Ausgaben. Wir haben halt wirklich so stur Story die ganze Zeit gemacht. Ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Story auch einfach gut ist. Aber ich will halt auch nicht nur stupide abarbeiten, sondern... Ey, nippel mir jetzt hier in die Abkeule. Inge tut, was sie kann. Nippel mir hier nie weg. Stay awake. Komm, wir haben's gleich, mein Gott. Where am I? You give up now? Vor allem sind wir jetzt in der Stadt, wo ich vorhin drüber geredet habe, ne? Zufälle gibt's manchmal. Höre auf zu spinnen jetzt. Komm mal mit hier. Hier, Problem. Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor. Thanks, friend. I appreciate it. Sure. There's also the matter of my payment. Oh. We'll deal with that later. All right. Ja, war
$13 gekriegt, ne? Kann man ja jetzt auch nicht so verachten, ne? So, Leute, jetzt sind wir immer hier. Da ist eine fremde Person. Irgendwo war hier... Dort hinten, ne? Das hier war ein Schneider. Ein Saloon. Ein Barbier. Könnte man hier auch mal hingehen, ne? Ah, die hatten hier kein Hotel, ne? Ein Trapper. Ah, Kopfgeld könnte man auch mal machen, wenn wir eben mal hier sind, ne? Leute, das nimmt hier ganz andere Züge an. Aber Leute, ohne Scheiß, ich gehe hier, weil ich will es mir in der Stadt hier wirklich nicht versauen. Und gehe hier mal zum Postmeister. Und werde da mal meine $50 Kopfgeld bezahlen, weil ich hier halt noch ein bisschen erkunden und machen will. Und ich will nicht, dass da jetzt so Haufen Probleme hier jetzt noch auf mich zukommen. Na Leute, dann machen wir heute mal sowas hier. Quasi eine Tour durch St. Denis. So, ich will wirklich mein Kopfgeld hier loswerden. Ich weiß eigentlich, wenn ich so Tipps lese und was weiß ich nicht alles, jeder sagt eigentlich immer... Oh, warte mal. Hallo? Kopfgeld bezahlen. Na, für hier. Alles bezahlen, nee. Das sollte reichen hier. Gut. Leute, wir sollten wirklich mal zum Friseur und was weiß ich nicht alles. Hier ist eine Aufführung. Ein Schlachter, da müssen wir ja nicht hin. Gemischtwarenladen. Büchsenmacher ist, denke ich mal, jetzt auch nicht so wichtig. Trapper würde ich gern nochmal hingehen und zum Hehler. Einfach nur mal gucken. Erstmal holen wir Inge, weil ich will das nicht laufen. Weiß ich nicht, wollen wir uns wirklich ein neues Outfit zulegen? Obwohl ich mal ehrlich sein soll. Mir gefällt unser Outfit, was wir anhaben. Wie die Sau, ne? So, da ist Inge. Ich will hier reiten. Dann haben wir ja hier, wie gesagt, noch so eine fremde Person. Da will ich ja auch mal gucken. Aber erstmal gehen wir zu dem Trapper und zu dem Hehler und werden mal ein bisschen Zeug verkaufen. So, hier können wir das Pferd anbinden. Na, gucken wir mal. Das war der Kollege hier, ne? Kaufen, was kann ich denn bei dir so kaufen? Kann ich bei dir vielleicht Felle kaufen? Ah, das haben wir schon mal geguckt, ne? Bekleidungssets. So will ja hier keine Sau rumrennen. Ah, die kommt, das kommt ziemlich cool irgendwie. Kopfgeldjäger, Desperado. Echt jetzt? Nein. Verstärkte Ausrüstung. Reitkunst, Waffengürtel. Ach, das ist, weil wir hier bestimmte Aufgaben schon gemacht haben, ne? Waffenexperte, was haben wir denn da? Verstärkt, Holzerfeuer, die Menge an Pflege, die Waffen benötigen. Das finde ich ziemlich cool. Das werde ich hier mal kaufen. So, was haben wir hier? Glücksspieler, was bringt uns das? Glücksspielerholzer. Das ist dasselbe. Unseres gefällt mir eigentlich so. Entdecker, was haben wir hier? Da geht es halt um die Holz da. Kräuterkenner. Okay. Ein Sattel. Ah, da braucht er wieder das ganze Zeug hier, ne? Gegenstände. Raubtierköder. Tomahawk. Ja, gut. Okay. Wie komme ich jetzt am besten zu dem Hehler? Ja, ja. Das wollte ich jetzt nicht.
Nein. Story 34%, habt ihr das gesehen? Leute, wir haben noch richtig was vor in dem Spiel. So, ich wollte zu dem Hehler. Eigentlich. Er gibt sogar schon eine Straßenbahn, ne? Nee, nee. Ich fange hier keinen Stress an. Ich habe hier gerade Kopfgeld bezahlt und so. Das kostet alles Geld, Leute. So, nochmal zu dem Hehler. Zeuglos werden. Ich wollte gerade sagen, da musste man doch hier rumgehen. Was ist dein Problem? I just got this shirt. I've been covered in worse, Fran. Of all the days. Was hat er denn? Ich will den jetzt nicht ausrauben oder so. Ich habe ganz andere Sachen eigentlich vorgehabt. No harm done. Genau hier, kein Stress hier, ne? Ging doch hier rein, oder? Ein ziemlich cooler Laden hier eigentlich. So, werden wir erstmal ein bisschen was verkaufen. Hier so unsere... Hier war doch hier so Wertgegenstände, genau. Alles verkaufen, genau. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber Leute, Kleinvieh macht ja nun mal auch Mist, ne? Gut, da haben wir hier noch so, das sind nur 16 Dollar. Das behalten wir natürlich. Die Bilder behalten wir auch. Kaufen konnte man bei dem ja eh nichts Cooles weiter. So. Haben wir erstmal unsere Erledigung gemacht, würde ich mal sagen. Und jetzt, Leute, was ist das denn eigentlich? Fotostudio. Jetzt wollte ich eigentlich wegen der Kopfgeldjagd, aber hier war ja ohne fremde Person, die jetzt wieder weg ist. Scheiße. Wären wir gleich mal hingegangen. Hello. Hallo. Ah, verpasst. Vielleicht ist sie halt nur zu einer bestimmten Tageszeit da. So, dann machen wir mal die Kopfgeldjagd. Ich will hier keinen Stress, ne? Oh. Die Bimmelbahn ist unterwegs. Ich liebe dieses Wort übrigens, ne? Bimmelbahn. Irgendwie ganz schön cool, hier so durch die Stadt so zu reiten. Was bringt denn die Kopfgeldjagd eigentlich? Hello. Nette Kutsche. Hello there. Würde bestimmt ein bisschen was bringen. Voll reingeruppt, ne? So, untersuchen. $100? Hm. Tot oder lebendig? Als oberster Kopf der Lemoyne-Räuber wird er gesucht wegen Bildung einer Miliz gegen den Staat und amerikanischer Umtrieben, Mord und Ehebruch. Du Schelm! Seine Bande wurde im Gebiet von Mossy Flats gesehen. Alle Belohnungsansprüche sind einzureichen bei und werden beglichen vom B. Lambert Polizeirevier. Ja. Ich bin dafür. You going after Lindsay Waffle? I might be. I might just wanna hang his poster up on my wall. So. Das ist ja jetzt auf der Karte markiert, ne? Ah, die fremde Person ist wieder da.
Leute, das müssen wir nutzen. Die waren nämlich vorhin komischerweise mal weg. Das Kopfgeld, das rennt uns ja jetzt in dem Sinne auch nicht weg. Ah, fremde Person, da bin ich doch immer ein bisschen interessiert. Hallo. So, wen haben wir denn hier? Oh, der baut irgendwas. Oh, doch nicht. Aber natürlich. Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. Ach, das ist doch überhaupt kein Problem. Für Veteranen bin ich immer dabei. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Man könnte die Schatulle also auch plündern. Won't you support our veterans and their families? Think of what they sacrificed for everybody. So. Dann guck mal jetzt mal, wo der Typ hier ist. Alter, wo ist das denn? Da können wir ja eigentlich zuerst zu Albert gehen. Das liegt ja eigentlich direkt auf dem Weg. Ja. Dann gehen wir erstmal zu Albert. Und dann holen wir unser Kopfgeld. Also ich hoffe zumindest, dass wir das schaffen. Oh, ich will hier keinen umrennen. Alter, dann lauf doch mal ordentlich, du Vogel. Ah, der war jetzt gleich sackig. Habt ihr das mitgekriegt? So. Ja, nette Buden hier so am Stadtrand. Ja, nicht so der Stress. Aus der Big City. Hatta, somewhere in the city. Na, ist egal. So. Guck mal, was bei Albert so los ist. Was für ein Tier diesmal knipsen will. Vielleicht springt ja wieder was Cooles für uns bei rum. Ja, Inge, was ist denn los? Hier in dem Gebiet nicht. Oh, oh, da ist er ja. Was ist er denn? Ah! So! Albert, ich nehme mal mein Gewehr hier mit. Falls wir was Schönes jagen wollen. Okay. Okay. They creep up on you, you know. Mr. Morgan. How are you? Well, sir. What are you working on? Do you know anything about alligator? Ich wusste es. Avoid them wherever possible. Well, did you know that in the last 50 years, we've killed 90%? You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death row. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Well, let's try and avoid that from happening today, hmm? Well, you stay there, you'll get a great shot, then you'll get eaten. What a way to go. Why don't we take this boat out, and I'll protect you. Come on, get in the boat, he'll be fine. Well, if you really think that's necessary. You carry on shooting from that bank. You're gonna wish them wolves had eaten you. Really? Yes. The 10% have survived. They're the nasty ones. All right then. Oh, I saw movement to the north of us. Oh, and to the west.
Only to the northwest, there. That's probably where we should look. Let's go look then. When we find one, line me up so I can get the shot. I'll try. Entschuldigung, wenn ich deine Aufnahme ein bisschen verwackel. Close, but not too close. Got it. Right. Right. Ach, kommt schon geil. Da ist eh noch. Beast in repose. All is calm as the predator lurks. All right, now. The other spots were northwest and northeast of here. Last year, they brought 10,000 skins out of the swamps of Lemoyne alone. The gator's got some catching up to do there. Cases, oh, nicht, dass wir hier jetzt aufsetzen. They'll make anything out of gator leather. Ah, Schwein gab gerade. And all the gator's gonna do with your leather is eat it. Maybe chew on it a while. Ah, da ist er doch. Yes, there. Oh, no, he's gone. Could you stop the boat just there, off the island? Sure. If we stop too long, locals are gonna start getting curious. Just there, please. So I'm facing the landmass. Now look, there's an alligator back in those palms. Could you run in there and coax him out? Coax him? Was? He's quite something. If I could take that fellow's likeness, it might just save him from the taxidermist. Fine. Den Bug nach Westen. Leute, was will dieser Mensch hier gerade von mir? Bug? Ich dachte immer. Maybe I want this monster stuffed and on display. Well, that's the spirit. Out you go then. Get him to notice you and then turn tail and run. If I'm eating, I hope he eats you too. He's awake. No. Quick, jump in the boat. In. Na, ich drücke Viereck. What a specimen. Nearly got him eating me. Meine Fresse. I really don't. If we investigate the area to the east, we can call it a day. You know, in the season, there are more alligator hunters down here than alligators. Maybe you can take a photograph of one of them then. Very droll. There was even a tour company that let excursionists shoot from the deck of a paddle steamer, chugged up the waterways and churned whole bayous into mud. Thankfully, the state legislator put a stop. A paddle steamer, huh? Now why didn't we think of that? So, dann gehen wir mal das letzte Foto machen für Albert. Ich bin ja mal gespannt, was uns das am Ende bringt. Okay, eigentlich könnten wir so einen Alligator ja tot machen. Saving alligators, but you don't mind that pork chop getting butchered. Pork chop isn't in danger of extinction. Wo hatten wir die Wildschweine gesehen? Da. This is history making, truly. Nature, in all its glory and cruelty. Could have been you if you stayed on that bank where I found you. Are you sure we should stop here? So, wo will er denn hin? We can congratulate ourselves on a job well done, Mr. Morgan. Take us back where we began. Anyway, I hope you got something worth printing. Oh, surely. The nation will see these beautiful beasts for what they are. Killing machines? No. Well, yes.
Maybe that's not a bad thing. This is America, after all. We hold a love for killers that borders on macabre. Loving killers is part of our makeup. Maybe, maybe. But usually we wait until after they're dead. Well. Mm-hmm. That should do it. Yes. These pictures you're taking. Yes. They gonna be any good? I certainly hope so. Though I doubt it. The subject is magnificent, the backdrop jaw-dropping, but the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots. You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason. Well, I'm good for laughing at, if nothing else. I didn't mean it like that. I know. Still, I feel such a fool round you, sir. Don't worry about it. I foresaw many an ignominious future for myself, but never damsel in distress. Well, good luck, Mr. Mason. Thank you, and to you too, sir. Try and stay out of trouble. I shall certainly try. Ich finde die Mission um Albert irgendwie ziemlich cool. Und ich bin gespannt, was uns das am Ende vielleicht auch noch bringt. Man weiß ja nie. Ja, das haben wir gesehen, ja. Also hier sind wir auf dem Weg. Okay. So. Die Kopfgeldjagd wollen wir als nächstes machen. Vor allem ein Gebiet, wo wir noch nie waren. Und Leute, ich muss aber mal einen Cut machen jetzt, weil die Ausgabe wird sonst wieder mal zu lang. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei unserer Kopfgeldjagd. Macht's gut, Leute. Ciao.